Dank für die freundliche Begrüßung. Guten Morgen und Dank für Ihr und für Euer Kommen. Ich denke, wir würden unglaubwürdig werden, wenn wir auf der ideologischen Ebene verbleiben und nicht auch uns zum konkreten Eingreifen entschließen. Darüber gleich in der Diskussion. Aber eine kleine Bemerkung vorweg. Ein Teil von Ihnen oder von euch wird es wissen. Es geht Mumia Abu Jamal, der seit 37 Jahren auf 2x3 Metern sein Leben in einer Zelle verbringt, gesundheitlich extrem schlecht. Er droht zu erblinden. Dazu kommt eine Leberzirrhose aufgrund nicht behandelter Infektionen. Es gibt einen Bericht des Arztes, ich erspare es uns jetzt, den vorzulesen, der um Unterstützung bittet mit der Forderung, Mumia Abu Jamal zumindest aus dem Gefängnis zu entlassen, privat unter Haft zu stellen oder in einem privaten Klinikum, damit sein Leben gerettet werden kann und auch ihm die Möglichkeit erhalten bleibt, weiter Berichte zu schreiben. Ich bitte um die Zustimmung, dass wir... Ja. Herzlichen Dank. Ein paar Zeilen von mir mit Heinrich Heine vorab, bevor ich hier die erste Gesprächsrunde eröffne. Ach, die ganze Zeitgeschichte ist jetzt nur eine Jagdgeschichte. Es ist jetzt die Zeit der hohen Jagd auf die liberalen Ideen. Und die hohen Herrschaften sind eifriger als je. Und ihre uniformierten Jäger schießen auf jedes ehrliche Herz, worin sich die liberalen Ideen geflüchtet. Und es fehlt nicht an gelehrten Hunden, die das blutende Wort als gute Beute heranschleppen. Berlin füttert die beste Koppel. Und ich höre schon, wie die Meute losbellt. Bei Heine heißt es gegen dieses Buch. Wir können ergänzen, gegen diese Konferenz, gegen M&R, gegen die Junge Welt und den Verlag 8. Mai. Zur Eröffnung der Gesprächsrunde, ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt schon nach oben kommen. Wir begrüßen Gisela Steinecker. Konstantin Becker. Den Regisseur Volker Löch. Und Arnold Schölzel als Diskussionsleiter. Max Horkheimer aus seinen zwischen 1926 bis 1931 verfassten, 1934 in Zürich unter dem Pseudonym Heinrich Regius veröffentlichten Aphorismen. Dämmerung. Je windiger es um notwendige Ideologien bestellt ist, mit desto grausameren Mitteln muss man sie schützen. Der Grad des Eifers und des Schreckens, mit denen wankende Götzen verteidigt werden, zeigt, wie weit die Dämmerung schon fortgeschritten ist. Der Verstand der Massen hat in Europa mit der großen Industrie so zugenommen, dass die heiligsten Güter vor ihm beschützt werden müssen. Wer sie gut verteidigt, hat seine Karriere schon gemacht.
Wehe dem, der mit einfachen Worten die Wahrheit sagt. Neben der allgemeinen, systematisch beschriebenen Verdummung verhindert die Drohung mit wirtschaftlichem Ruin, gesellschaftlicher Ächtung, Zuchthaus und Tod, dass der Verstand sich an den höchsten begrifflichen Herrschaftsmitteln vergreife. Der Imperialismus der großen europäischen Staaten hat das Mittelalter nicht um seine Holzstöße zu beneiden. Seine Symbole sind durch feinere Apparate und durch furchtbarer gerüstete Garden beschützt als die Heiligen der mittelalterlichen Kirche. Die Gegner der Inquisition haben jene Dämmerung zum Anbruch eines Tages gemacht und auch die Dämmerung des Kapitalismus braucht nicht die Nacht der Menschheit einzuleiten, die ihr heute freilich zu drohen scheint. Und damit übergebe ich an Arnold Schölze. Ja, auch von mir noch einmal einen schönen guten Morgen und einen herzlichen Dank an alle, die hier mit mir auf dem Podium sitzen. Wer mit einfachen Worten die Wahrheit sagt, der wird bedroht. Das hat Max Horkheimer vor nunmehr über 80 Jahren geschrieben. Und 4 Jahre, nachdem dieses Buch erschienen ist, auch den Satz, den sicher viele kennen, notiert, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Gisela, du warst, als Faschismus und Krieg zu Ende waren, besiegt waren, der Faschismus besiegt war, eine Heranwachsende. Du hast also noch viel erlebt und kommst nun wieder in Zeiten, in denen in deinen Texten sehr oft das Wort nie wieder vorkommt. Du hast in den letzten Texten, die du für den Rotfuchs zum Beispiel geschrieben hast, an Menschen erinnert, die dich sehr geprägt haben. Antifaschisten, Autoren wie Peter Edel oder jetzt Walter Kaufmann, 95-jährig, nicht, in diesem Jahr. Ja, wenn wir dieses Wort aufgreifen, wer mit einfachen Worten die Wahrheit sagt, der wird bedroht. Gilt das wieder tatsächlich? Ich glaube, wer Deutschland erlebt hat, als es bedrohte und tat, wird sich nicht so besonders wundern, dass solche Kräfte wieder erstehen, wenn sie ermutigt werden. Ich bin 31 geboren. Zwischen ungebildeten Eltern war es sehr schwer, etwas zu verstehen von diesem Leben und dieser Welt. Aber deutlich war es. 31 war die Zeit, in der die schrecklichsten Dinge angefangen haben, die Deutschland je verursacht und durchgehalten hat bis zum schrecklichen Ende. Aber ich habe trotzdem, wenn auch bücherlos, aber das schwirrt ja durch die Luft und da kommt einer vorbei und sagt eine Gedichtzeile. Das kann ein Anfang sein von einem anderen Leben. Und sehr früh habe ich ein paar Wahrheiten verinnerlicht, die ich mein Leben lang durchgehalten habe. Versuch's, vielleicht geht's. So einfach. Ging oft nicht, aber erstaunlich war, dass es tatsächlich manchmal ging. Und dass andere dazu kamen, die sagten, ja, das wollte ich eigentlich auch schon lange mal machen. Die in den Schulen langweilen sich so und singen da irgendwas herum, wissen gar nicht. Ja, da war etwas zu machen. Und das wurde natürlich aufgegriffen von den Falschen und von den Richtigen.
hat sich entwickelt, musste aufgehalten werden, verändert werden. Aber ich komme mit dieser Hoffnung. Wir haben etwas wieder, das ist meine jüngere Erkenntnis jetzt, dass wir beinahe verloren glaubten. Ein wunderbares, ganz offenes, nahezu gieriges Publikum. Wir haben sie wieder, die mit den zwei Ohren, die da sitzen und das hören wollen und das sehen wollen und mitdenken wollen und auch ihren Gedanken von gestern vielleicht überprüfen, ob heute nicht noch ein anderer fehlt. Wir haben das Publikum ja nicht verführt, sondern wir haben sie mitgenommen in Gedanken und in Unternehmungen und auf einmal zeigt sich der Reichtum, den ein solches Publikum seinen begabten Leuten, bemühten Leuten, enttäuschten Leuten, dringend zur Hoffnung berechtigten Leuten mitgeben kann. Ich komme von draußen und erlebe das eben, dass ich gefragt werde, nach dem Schauspieler, nach dem Kollegen, sag mal, macht der noch was? Kann man den mal anrufen? Und wir möchten den gerne mal wiedersehen. Das ist eine großartige und wunderbare Entdeckung. Und ich jedenfalls gucke mir meinen Stift an und sage, lohnt es sich noch? Oh ja, es lohnt sich. Es lohnt sich. Gisela, mehr als 500 Bücher, an denen du mitgearbeitet hast, selbst herausgebracht hast, habe ich gelesen. Ist das richtig? Das war ein Druckfehler. Gut, ich war auch etwas erstaunt. Gut, 51 würde ich sagen, ist auch eine Menge. Und darunter Lieder, von denen, glaube ich, zu Recht gesagt wird, das sind für die, die in der DDR aufgewachsen sind, zum Teil Volkslieder. Also der einfache Frieden 1981, auch in einer schlimmen Situation in der Welt geschrieben und komponiert, gehört dazu. Ist das auch ein Erbe der DDR, das, was du jetzt gerade gesprochen hast, dass wir ein Publikum immer noch haben, die dich und andere, die aus dieser Tradition kommen, hören und sehen wollen? Ja, es ist, das gehört ja zu dem Erstaunlichen. Ja. Nicht nur das Wort ist wieder da, dass sie hinterher finden und sagen, was so fein gemacht, war schön. Oh, wir hören es heute Nacht erst mal heulen. So. Aber ja, nein, ist nicht an oder war ich nicht dran? Ja. Wir haben in den 60er Jahren uns selber gegenseitig ermutigt, doch mal was zu tun gegen den Stand der Dinge. Wir waren unzufrieden und haben gesagt, na, dann mach doch besser. Und da haben wir uns ein Häuflein zusammengefunden, haben erst mal geguckt, was unsere Kollegen außerhalb unserer Grenzen so machen. Und herzlich Dankeschön für die Anregungen und für die Erlebnisse. Herzlich Dankeschön. Aber dann haben wir angefangen, selber zu machen und haben entdeckt, dieses Land steckt ja voller Talente. Nur die Führung dieser Talente war leider einseitig, trocken, langweilig und das musste geändert werden. Die haben in den Schulen gesessen, ah, was mache ich jetzt noch, gucke ich noch mal aus dem Fenster, nee, habe ich schon alles gesehen. Da sind wir rangegangen, haben gesagt, zeig doch mal, was du kannst. Da war einmal ein Lehrling, der sagte zu mir, und wann sagst du was von meinen Haaren? Die waren so lang. Und da habe ich gesagt, mich interessieren deine Haare nicht. Er hat gesagt, aber in der Schule haben sie gesagt, wenn ich sie nicht bis Wochenende abgeschnitten habe, dann schneiden sie sie mir ab. Da habe ich gesagt, wann, wo? Ruf mich an, sag mir Bescheid, ich bin dort. Der hat seine Schere nicht lange. Ich möchte mal hören, wie du singst. Und dann waren wir Freunde und das ist jetzt über 40 Jahre her. Und die sind alle noch da. Manche haben geheiratet und das war falsch für sie. Manche haben geheiratet, das war gut für sie. Aber wir haben heute noch diese merkwürdige Leuchtspur durch unser Land hin
wo welche geblieben sind, manchmal von 120, die zu viel waren, vielleicht 10. Und die sind richtig gut. Und dass meine Lieder sich darunter mischen konnten und ich also erlebe, dass gesagt wird, ja, als ich fortging, das ist ja überhaupt, ja, nein, es war gar nicht so gemeint, aber nun ist es so. Und wenn es die Grenzen übertrifft, die man uns zu setzen versucht, indem man uns sagt, was wir machen sollen, haben wir uns auch nie dran gehalten. Früher auch nicht. Und da schienen die Strafen für den Einzelnen weitaus gefährlicher. Jetzt geht es manchmal nur ums Geld. Naja, früher ging es um die eigene Zukunft. Wir haben es überlebt, wir haben es überstanden und weitergearbeitet. Und das ist ein so großer Spaß, dass ich denke, wir haben auch das Recht darauf, den Einspruch genehmigt zu kriegen. Ich will nicht an einem Wettbewerb für Friedenslieder als Jurorin teilnehmen, wenn man mir, nachdem ich begründe meine Punktzahl, sagt, nein, das haben wir eigentlich nicht vorgesehen, dass jemand 0 Punkte kriegt. Und ich sage, da ist weder eine Idee noch eine Sprache, dahinter steckt nicht Herz noch Hirn, also 0 Punkte. Naja, aber mach das nicht mit den 0 Punkten. Wir haben den 15 Punkte gegeben. Nein, mache ich nicht. 0 Punkte, darauf bestehe ich, wenn jemand dumm ist in dem, was er macht. Muss er doch nicht bleiben. Ich auch nicht. Ich bin immer noch beim Lernen. Konstantin, ja, du bist seit einem Monat unterwegs, wieder auf Tour. Weltenbrand, ein sehr dramatischer Titel, allerdings ein Begriff, der in deinem Werk immer wieder auftaucht. Und der Marc Mast, also du bist ja zusammen unterwegs mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie, und der Marc Mast hat gesagt, als gefragt wurde, warum also mit Orchester und Konstantin Wecker, ja, weil es um gute Musik geht, egal welches Genre. Und Gisela hat eben gesagt, und klug soll es sein. Nicht? Ja, das ist, glaube ich, ein Mittel gegen rechts. Ich will jetzt aber von dir wissen, du hast im Zusammenhang mit dieser Tour und den Videos, die da auf deiner Website zu sehen sind, da sagst du, dass es dich schon sehr berührt hat, dass Texte aus den 70er, 80er Jahren über die gesellschaftliche Entwicklung, über Verschiebungen eben nach rechts, über das, worüber wir hier heute sprechen, heute so unheimlich aktuell sind. Und dass sich das, so habe ich das verstanden, doch ein, ja, ein Schauer über den Rücken laufen lässt. Ja, wie erklärst du dir das? Zuerst mal muss ich ganz kurz revidieren. Ich habe jetzt die Premiere mit Weltenbrand gehabt und wir werden erst im Herbst so richtig, also jetzt im Sommer ein paar Konzerte, ja, richtig auf Tour gehen. Zurzeit bin ich mit meinem Freund Jo Barnikel auf Tour im Duo oder im Trio. Und, aber das, was du da fragst, es hätte doch niemand von uns sich gedacht, dass das, was wir vor 30, 40 Jahren kritisch gedacht haben und auch geahnt haben, dass da eine Gefahr sein könnte, dass das so wird, wie das jetzt geworden ist. Ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass echte Nazis ins Parlament einziehen können. Es war mir unverständlich und wird mir unverständlich bleiben. Und ich muss euch sagen, ich habe Sage Nein, das Lied werden die meisten kennen, vor 22 Jahren geschrieben. Ich würde es gerne in die Mülltonne treten, wenn man es nicht mehr bräuchte, aber man braucht es jetzt wieder. Das ist... Und ich versuche im Moment allen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, es geht nicht darum, dass jeder jetzt politische Lieder macht oder politische Bücher schreibt, aber jeder, der ein Publikum hat, hat Stellung zu beziehen. Stellung für die Demokratie und gegen diesen Wahnsinn. Ja. Aber ich hatte ja vorgeschlagen, wir wollen gar nicht so sehr über die Rechten reden, sondern über eure eigene Arbeit. Dabei soll es auch bleiben. Aber
jetzt dennoch die Frage hinterhergeschoben, auch weil Gisela auf die 60er Jahre und dann auf die wechselseitigen Bezüge aufmerksam gemacht hat. Es gab ja 1969 bei den Bundestagswahlen schon die Situation, dass beinahe die NPD in den Bundestag gekommen wäre. Die saß schon, ich weiß nicht, in wie vielen Landtagen bis dahin und war ja erst 3-4 Jahre alt. Und dann kam eben, da war 68 schon voll im Gange oder was man damit verbindet. Und das hat sich doch wohl gründlich geändert. Wir haben eben heute das, was Susanne vorhin angesprochen hat, ja, einen regelrechten Versuch, denke ich, eine rechte Hegemonie, eine rechte kulturelle Hegemonie herbeizuführen. Ist das der Unterschied zu damals? Ich muss kurz was erzählen über mein Elternhaus, ganz kurz, weil ich habe das Glück gehabt, in ein antifaschistisches Elternhaus geboren zu werden. Keine Widerstandskämpfer, aber sie widerstanden und ich habe eine sehr streitbare Mama gehabt, mit einem sehr großen Selbstbewusstsein, manchmal fast ein bisschen zu groß für mich, als einzelnen Sohn. Eine tolle Frau. Und die bis kurz vor ihrem Tod, weil du jetzt das von der NPD sagst, ist sie mit mir auf Demonstrationen gegangen. Und die hat immer zu mir gesagt, wenn wir in München demonstriert haben gegen die NPD oder Republikaner, hat sie mir gesagt, schau Konstantin, da im Rathaus, da waren sie, die braunen Verbrecher. Aber sag einmal, die Neonazis sind doch noch viel dümmer als die Nazis damals. Die müssen doch wissen, wie es ausgegangen ist. Das blieb mir bis heute dran, wie kann man heute ein Neonazi sein? Es ist mir unbegreiflich. Und gut, jetzt, weil du sagst, wir wollen nicht drüber reden, aber ich glaube, wir müssen auch immer wieder klarstellen, und das hat uns doch jetzt dieses Video vom Herrn Strache gezeigt, diese Parteien sind nie und nimmer die Partei des kleinen Mannes gewesen. Sie waren immer schon die Partei des Großkapitals. Und das ist bis heute so geblieben. Das müssen wir den Leuten klar machen. Sie helfen nicht euch bei eurem Bedürfnis, sie helfen dem Kapital. Ja. Und versuchen es. Und das ist schon etwas, was man immer wieder jetzt, immer wieder auch laut werden lassen muss. Weil ich immer noch glaube, und das ist jetzt, das finde ich, dass Sie das sehr schön vorhin gesagt haben, es gibt ja, ich würde sagen, die mit dem Herzen denken, sind in der Mehrheit. Sie sind nur nicht so lautstark und sie brüllen nicht so laut. Und ich merke in meinen Konzerten seit 2-3 Jahren mit meinem Publikum mehr als jemals zuvor, dass Kunst Mut machen kann. Mut machen, ermutigen. Mir hat nach dem Konzert ein älterer Herr, also jünger als ich, aber trotzdem ein älterer Herr, hat zu mir gesagt, lieber Herr Becker, jetzt habe ich mir gedacht, ich lasse den lieben Gott einen guten Mann sein, man kann sowieso nichts mehr tun. Jetzt war ich bei Ihnen im Konzert, ich verspreche Ihnen, ich engagiere mich weiter. Das ist das schönste Kompliment, das man kriegen kann nach einem Konzert. Ja. Volker Lösch, ja, wenn man auf Ihre Regiearbeiten zu sprechen kommt, dann kommt man allerdings nicht umhin, eben über das, was Rechte und Faschisten heute so treiben, zu reden, weil sie gehen da in die Vollen, würde ich sagen. Also das blaue Wunder in Dresden, muss bekennen, ich habe es leider nicht gesehen, nur drüber gelesen, also sozusagen ein Stück, in dem die AfD zitiert und vorgeführt wird mit entsprechenden Reaktionen. Und das ist ja nicht das erste, gerade auch in Dresden, von den Webern 2004 über Graf Oederland, Pegidisten. In dem Zusammenhang haben Sie gesagt, in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, wir haben versucht, mit denen zu reden, aber es hat keinen Zweck. Ja, also so draufhalten, wie es nur geht. Ich habe da eine lange Tradition in Dresden, seit 2001 inszeniere ich da und beschäftige mich sehr intensiv mit den sogenannten Pegidisten, mit den ganz Hardcore-Rechten, mit den Halbrechten, mit denen, die schwanken, und mache im Laufe der Jahre jetzt die Erfahrung, dass es zumindest
keinen Sinn mehr macht, mit denen zu reden, die ideologisch da sind, wo sie auch nicht mehr wegzubewegen sind. Also mit den richtig Hardcore-Rechten, das habe ich probiert, ich habe die sogar auf die Bühne geholt, ich habe mit denen in Dresden Interviews geführt, wir saßen unter einem großen Bild der 1989 Demonstranten und sie haben mir als Wessi erklären wollen, dass sie das wären, da die 1989 demonstriert haben und der Widerstand kam ja auch aus dem Staatsschauspiel in Dresden. Und dann musste ich als Wessi ihnen erklären, dass sie es nicht sind und dass sie andere sind und dass sie eine sehr verengte Weltsicht haben im Vergleich zu dieser Aufbruchsbewegung damals in der DDR. Und dieses mit Rechten reden, da gibt es auch ein Buch, was ganz gut verkauft wird in der Zeit. Ich finde, und das mag eine persönliche Ermüdungserscheinung sein vielleicht, weil ich da in diesen Sümpfen lang genug gewartet bin jetzt, das ist nicht mehr so ergiebig, weil ich habe das in Talkshows erlebt, sie nutzen einfach die öffentlichen Podien, um einfach die Verachtung uns gegenüber zu zeigen, um eine Öffentlichkeit zu erzielen, die letztlich auf Vernichtung des anderen hinausgeht und nicht an Diskursen interessiert sind. Also sie sind nicht an Debatten interessiert, also sie sind nicht offen und man kann auch noch nicht mal kleinste Schnittmengen herstellen. Und insofern finde ich inzwischen, dass es Energievergeudung ist, mit den Hardcore-Rechten zu reden. Ich finde, wir sollten uns um die kümmern, die heute links wählen, die morgen AfD wählen, die übermorgen gar nichts mehr wählen, die unsicher sind und sollten den Fokus in unseren Arbeiten, das versuche ich seit einigen Jahren zu machen, wirklich auf die Kritik eines Systems legen, eines kapitalistischen Systems, welches in der Vereinigung mit der Idee der Demokratie nicht mehr funktioniert und die Leute so angstvoll und angstbesetzt zurücklässt im Sinne von Existenzängsten, dass es den Rechten sehr einfach fällt, sie dort abzuholen, indem sie ihnen einfach sagen, wir wissen, wer daran schuld ist. Es sind die in dem Fall Ausländer, in Dresden besonders bizarr, weil da gibt es gar keine mehr, oder die anders aussehen, es können aber auch es können die Künstler sein, es können Juden sein, es kann irgendjemand sein. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen und müssen uns die Aufgabe machen. Und es ist eine Aufgabe, weil man muss sie differenziert machen. Und es ist mehr eine größere Aufgabe, als nur ein Feindbild zu benennen. Wir müssen ein System erklären, öffentlichkeitswirksam in Stücken, in Musikstücken, in Theaterstücken, in sonstigen Sachen, in Auftritten, in Rollen, die wir spielen. Ein System erklären, was so nicht mehr funktioniert und was in der bürgerlichen Mitte gehalten wird. Und deswegen geht dieses Rechtssein in die bürgerliche Mitte mit rein, da gibt es eine Verbindung, es ist keine scharfe Trennlinie da und das müssen wir erklären. Ja? Und damit, da ist der Ansatzpunkt für unsere Sachen und wir müssen, glaube ich, uns mit uns beschäftigen. Wir müssen stärker werden, wir müssen diese vielen Initiativen und vielen Menschen, die das alles gar nicht wollen, zusammenführen, anstatt uns in ewigen Streitereien zu ergehen, in Zersplitterungen. Das Wahlergebnis der Linke bei den EU-Wahlen spricht eine deutliche Sprache. Das heißt nicht, dass nur 5% Menschen links denken in Deutschland. Ich glaube, es sind über 20, es sind 25, 30 vielleicht. Es gibt einfach nicht genug Angebote. Und anstatt sich in Kleinstkriege und Streitereien zu verlieren, sollten wir endlich versuchen, Schulterschlüsse zu machen und gemeinsam diese 20-30% auch auf die Straße bringen, weil wir sind mehr. Ich möchte das aufgreifen, was Gisela Steineckert und Konstantin Wecker auch sehr betont haben. Es geht darum, auch Mut zu machen, Menschen zu gewinnen, sich, ich sag mal, einfach zur Vernunft zu bekennen und vielleicht sogar eben zum linken Handeln, linken Denken. Wie sind da die Erfahrungen? Ja, die Erfahrungen sind vielleicht mal ganz konkret und kurz anhand meiner letzten Dresdner Arbeit. Ich habe 3 Monate lang alle AfD-Parteiprogramme mit meinen Autoren studiert, die es in Deutschland gibt, auch das Europaprogramm. Es war eine harte Zeit, aber wir haben daraus dann ein Stück geschrieben und haben einfach mal das Stück geschrieben, welches den Fall durchspielt. Was wäre denn, wenn diese Dinge, die da drin stehen und auch zwischen den Zeilen stehen und in Zitaten auch so gesagt werden von AfD-Seite, was wäre denn, wenn diese Dinge umgesetzt werden würden? Was würde denn dann passieren? Wie sähe eine Gesellschaft aus, in der all das dann stattfindet, was da angekündigt wird? Das endet natürlich dann in Mord und Totschlag, ist klar. Ist teilweise auch sehr lustig, wenn sie dann, das war ein großes Schiff, auf dem wir das gespielt haben, sie treffen dann auf ein IS-Kanonenboot irgendwann und merken, dass sie gar nicht so unähnlich sind in den Strukturen, die Rechten mit den IS-Leuten. Aber um nur mal zu zeigen, dass es auch eine Farce natürlich war, was wir da gemacht haben. Und wir haben parallel dazu in Dresden die Menschen auf die Bühne gebracht, die gegen rechts kämpfen, die in der Stadt Dresden sich gegen rechts
auf vielfältigste Art und Weise engagieren. Das gab es vor 3 Jahren in meiner vorletzten Arbeit eben noch nicht so, weil es diese Initiativen gar nicht gab. Aber wir haben damit zeigen können, in Dresden, einem bürgerlichen Theaterpublikum, was alles möglich ist gegen rechts, was man alles machen kann, wie vielfältig dieser Protest inzwischen auch in so einer Stadt ist, die immer noch als eine rechte Hochburg wahrgenommen wird. Und dass es möglich ist, sich da anzuschließen, dass es möglich ist, mit Kreativität gegen rechts zu arbeiten und dass es inzwischen immer mehr werden, auch in Dresden. Und denen eine Bühne zu geben, mit denen zusammenzuarbeiten, die in die Öffentlichkeit zu schieben, nach vorne zu schieben, das ist unsere Aufgabe in zunehmendem Maße. Zusatzfrage. Wenn man an einem Staatsschauspiel Regie führt, dann, wie der Name sagt, hat man das mit dem Staat zu tun. Wie ist denn auf der Seite die Resonanz, wenn man so etwas auf die Bühne stellt? Naja, mich schützt eine gewisse Prominenz, mich schützt eine gewisse Qualität meiner Arbeiten inzwischen. Ich habe super Schauspieler, ich habe tolle Ausstatterinnen, ich habe tolle Dramaturginnen, ich habe tolle Autorinnen. Das ist natürlich immer von einer gewissen Qualität, die uns schützt, aber es ist natürlich nicht unumstritten, weil es auch Theaterleiter gibt, die sagen, das hat auf einer Theaterbühne nichts zu tun, da kriege ich also keine Arbeit. Oder es gibt eben auch Menschen in der Politik, die sagen, es kann doch nicht sein, dass ihr hier in Dresden auf der Bühne steht und am Ende des Abends die CDU auffordert, nicht mit der AfD zu koalieren, mit der untergründigen Warnung natürlich, dann wählen wir euch nicht, wenn ihr keine Nicht-Koalitionszusage macht mit der AfD. Und ich finde natürlich, wo sollen wir es denn sonst machen? Ich meine, das sind die zentralen Häuser in den Städten und es sind Staatstheater und wir kriegen die Subventionen ja nicht, damit wir irgendwelchen Leuten in den Hintern kriechen oder Unterhaltung machen, sondern wir kriegen ja Subventionen, damit wir kritisch sind. Und wir müssen natürlich auch uns selber kritisch sein gegenüber und wir haben das Recht und wir haben die Pflicht, finde ich, das auf diesen Bühnen zu machen, bis man uns runterholt. Und die AfD hat es ja schon angekündigt, wenn man deren Kulturprogramm liest, die würden uns dann runterholen, dann läuft nur noch Wilhelm Tell im historischen Kostüm und diese Geschichten und so. Und bevor das läuft, machen wir unseren, wie die AfD sagen, Dreck, antinationalen Dreck, den werden wir weitermachen natürlich. Oh ja. Mhm. Rolf, du bist jemand, der seit Jahrzehnten gegen diejenigen kämpft, die andere Leute aus politischen Gründen, sage ich mal, umbringen wollen und im Interesse des Kapitals umbringen wollen. Ja, nach mehr als 60 Jahren, wie siehst du das? Ja, ich kann jetzt ja nicht die ganze Geschichte von 45 bis heute runterblättern. Ich greife etwas auf. Ich teile die hier geäußerten Ansichten, weil sie etwas Entscheidendes beinhalten. Die Notwendigkeit der Kontaktaufnahme mit denen, die unter den Verhältnissen leiden. Ohne diesen direkten Kontakt werden wir relativ wenig erreichen. Es genügt nicht, wenn wir die Medien kritisieren. Brecht hat Anfang der 30er oder Mitte der 30er Jahre genauer geschrieben, mit dem Blut der Opfer schmieren sie es hin, die Mörder sind es nicht gewesen. Das ist das, was wir heute in den Medien erleben. Aber es genügt nicht, sich darüber aufzuregen. Wir müssen uns ja Gedanken darüber machen, wie ändern wir es. Wir erleben dies, was von Brecht beschriebene, heute ins Unermessliche gesteigert. Wir müssen denen danken, die versuchen, dagegen zu sagen, was wirklich ist. Den hier Anwesenden danken, Erich Hackel sitzt unten, Volker Braun ist leider nicht da und wir können uns auch an viele erinnern, die das versucht haben, durch konkrete Beteiligung. Ich meine ganz konkret, beteiligen an dem Problem derer, die keine Wohnungen haben, beteiligen an dem Problem derer, die mit den Renten nicht klarkommen, die in den Krankenhäusern leiden, mit den Jugendlichen, die keine Perspektive entwickeln können, keine Dings, mit den Leiharbeitenden, mit den Ausgegrenzten in den Betrieben. Anknüpfen bei jedem Konflikt, wo auch immer, um schrittweise durch die Teilnahme zu belegen, das, was wir theoretisch äußern. Das, was wir sagen, Musik oder musizieren, malen oder schreiben, wird nur dann zu einer Wahrheit, wenn wir konkret dafür eintreten.
Ja, danke für die Bestätigung. Brecht hat gesagt, die Kultur ist gerettet, wenn die Menschen gerettet sind. Es geht noch um etwas Weiteres. Warum spitzt sich dieser Konflikt heute in diesem jetzt eben auch hier geschilderten Konstantins Erstaunen darüber, warum plötzlich Texte aus den 70er, 80er Jahren heute wieder aktuell werden? Es hat einerseits eine Kontinuität, weil die Wirtschaftskrise im Grunde begonnen hat 1974 mit der Ölpreiskrise und sich schubweise bis ins Heute steigert. Aber anknüpfen? Ich habe einen Faden jetzt gerade verloren, weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Dass dich die Medien so äußern, wie sie sich äußern, ist von Seiten der herrschenden Klasse ja eine Selbstverständlichkeit. Es genügt nicht, wenn wir uns darüber aufregen, dass es so ist. Wir müssen umgekehrt die Frage stellen, woher kommt die Konfusion unter uns, dass wir keinen Nenner finden, auf dem wir dem begegnen können. Und wenn wir diesen Nenner finden wollen, dann gilt das, was ich eben gesagt habe, müssen wir konkret anknüpfen. Warum ist die herrschende Klasse so aggressiv und warum steigert sich die Aggressivität mit dem Gewinnen, wir haben heute Morgen mit Mosche drüber gesprochen, der Stammtische. Wir wissen nicht, was an den Stammtischen und den Skatbrüdern und so weiter, was im deutschen Kleinbürgertum, Marx und Engels haben das deutsche Kleinbürgertum als den sozusagen konkretesten Ausdruck der deutschen Verhältnisse definiert. Wir wissen kaum, was sich da abspielt. Wir können die Orientierung nur schaffen im Kontakt mit denen, die sich anfangen, zur Wehr zu setzen. Die herrschende Klasse muss aus ihrer Sicht bei zunehmender Gefahr, deshalb hier auch die Aufmärsche gegen China, gegen Russland oder vielleicht ist sogar Europa gemeint. Ein Krieg gegen Russland würde ja den Untergang Europas bedeuten, weil Europa der Kampfschauplatz wird und würde für Amerika dann zur Folge haben, dass ein großer wirtschaftlicher oder der nach China größte wirtschaftliche Konkurrent entfällt. Das sind alles Fragen, die der Antwort bedürfen. Aber dass die herrschende Klasse sich so verhält, geht um eine einzige Sache. Und da müssen wir ansetzen. Der herrschenden Klasse geht es um die Verteidigung der Eigentumsverhältnisse. Und die müssen wir in Frage stellen. Wir müssen sagen, auch mit Brecht, dass gefoltert wird, weil die Eigentumsverhältnisse bleiben sollen. Wir müssen die Eigentumsverhältnisse ändern, wenn wir das Foltern ändern wollen, wenn wir die Kriege verhindern wollen. Kampf für Frieden ist Kampf gegen den Kapitalismus. Ja, ich würde es gern mit anderen Worten nochmal beschreiben. Du hast eben gerade gesagt, es hat damals in der Zeit, in der ihr beiden auch angefangen habt, schon sowas gegeben und es wiederholt sich heute wieder. Du fragst dich, warum das heute wiederkommt. Für mich als jemand, der ein bisschen jünger ist, stellt sich das relativ geschichtlich, relativ einfach dar. Wir haben zu der Zeit, als ihr schon damals auf der Straße wart, den Beginn des Neoliberalismus gehabt und jetzt stehen wir am Ende des Neoliberalismus. Und diese Zuspitzung des Kapitalismus in seiner destruktiven Art in den letzten 40 Jahren führt dazu, dass diese Menschen, und ich sitze mit denen an den Stammtischen, ich weiß, was sie in den Stammtischen reden, Angst haben. Sie haben Zukunftsangst und sie reden gar nicht so schlimme Sachen. Sie sitzen jetzt da bei Neonazis, sind auch ganz nett, wenn sie dann richtig volltrunken sind und so. Die reden nur über Zukunft, über die Angst, wo ist mein Job morgen noch, haben meine Kinder in der Zukunft dasselbe, was ich habe, kann ich mir überhaupt noch Kinder leisten und. Und wenn es uns gelingt, und deswegen möchte ich dir mit der Art, was ich gerade sage, recht geben, wenn es uns gelingt, du sagst Eigentumsverhältnisse, die Ungleichheit zu verringern, die extrem große Ungleichheit in diesem Land, die immer größer werdende Ungleichheit und die Ausbeutung zu beenden. Das heißt, wenn wir versuchen, einen demokratischen Sozialismus zu installieren, anstatt einen Kapitalismus, dann wird von rechts nicht mehr viel übrig bleiben. Da bin ich mir relativ sicher, weil sie haben keine Ansatzpunkte mehr dann. Sie setzen ja nur deswegen gerade so erfolgreich an, weil sie die Deformation des Kapitalismus ausnutzen. Das ist alles. Ja? Und wenn wir anfangen, dieses System zu verändern und ein anderes zu etablieren, dann wird von rechts nicht mehr so viel übrig bleiben. Da bin ich relativ sicher. Ja. Ja, volle Zustimmung. Das, was jahrzehntelang als die beste Republik Deutschlands, als die verwirklichte Demokratie gefeiert worden ist,
Die Grundlage war die sogenannte soziale Partnerschaft, die Partnerschaft zwischen Unternehmern, Gewerkschaften und der Basis. Die Menschen heute, dass sie zu den Rändern gehen, entweder nach rechts außen und zu kleinen Teilen auch zu uns, aber dass sie auf diese Mitte nicht mehr vertrauen, hat schon mit etwas zu tun, was wir als Einsicht wahrnehmen sollten. Nämlich, dass es eine Rückkehr zu dieser sozialen Marktwirtschaft gar nicht geben kann. Das ist der Grund, weshalb die SPD sich verschleißt und in ihren Zahlen immer weiter abnimmt. Das ist der Grund, weshalb die AfD und die Rechtsparteien in Europa zunehmen und teilweise geringfügige Verschiebungen auch nach links sich ergeben, die häufig, wie in Griechenland, schwer enttäuscht werden. In diesem Feld, denke ich mal, gilt es für uns, zur Orientierung beizutragen. Und diese Orientierung eben können wir nur vermitteln durch Teilnahme an der Seite der Menschen, die leben, im Sinne des englischen Show which side you are on. Zeig, auf welcher Seite du stehst. Also, ja, bitte. Für mich hat sich die einfache Frage gestellt, nach der Depression, die wir alle hatten, als unsere Kultur, die Kunst und Gedanken und die Weltvorstellungen, die wir hatten, auf einmal nichts mehr zu gelten schienen, stellte sich die Frage, werden die Talente und die Könner in diesem Land noch gebraucht? Also der Versuch, sie abzuschaffen, war ja sehr fantasievoll und mündete in sehr vielen Aktionen gegen die, die früher gesagt haben, ich bin hier zu Hause. Also die Beweise waren gut gemeint, kamen aber nicht an. Da sage ich aus meiner jüngeren Erfahrung, ja, sie werden ganz dringend gebraucht. Ich bin persönlich ein Fan von ihm, von seinen Liedern. Ich habe aus diesen Liedern von ihm, ich sage das ganz offen, da habe ich ihn mir einfach zum Lehrer gemacht und habe gesagt, warum sagst du das jetzt hier so, dass mir das sofort einleuchtet und ich eine Verbindung finde zu etwas, was ich schon mal gewusst habe, was du mir jetzt anders sagst und was ich sofort anderen mitgeben werde, damit die das gebrauchen können. Es geht darum, dass wir, wenn wir auch in unserer Fantasiewelt leben und Künstler, ja, sind ja immer ein bisschen doof auch, was das Leben, das blanke Leben anlangt. Aber wir müssen in dieser Zeit eines solchen Lebenskampfes, wie wir ihn jetzt noch einmal erleben müssen, wir müssen auch brauchbar sein. Wo werden wir gebraucht? In den Schulen. Es ist nicht so, dass an unseren Schulen die Fantasie blüht und der Junge, der zum Fenster rausguckt und sich langweilt. Ja, gibt es auch. Ich kenne wunderbare Lehrer, die mit ihren Schülern zusammen Fantasie üben, ausüben, weiten und die Kinder daran gewöhnen, dass es mehr gibt als das vielleicht enge, kleinliche Elternhaus. Aber wir werden gebraucht dort, wo junge Leute nicht wissen, wer bin ich eigentlich? Wenn ich mal mit jemandem, ich bekomme sehr viele Briefe, in denen steht, du hast vor 30 Jahren mal vor uns in der Schule gesprochen. Das weiß ich noch bis heute. Und weißt du was? Da habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Dann schickt sie mir ihre Gedichte und die sind sehr schlecht. Und da kann ich ihr schreiben, deine Gedichte sind schlecht, weil du nicht Gedichte schreibst, sondern Meinungen. Dann schreib doch Meinungen. Aber wenn du Gedichte schreiben willst, musst du ehrlicher sein. Dann musst du dich trauen, deine Gefühle zu nennen, deine Niederlagen zu verarbeiten und nicht auf ihnen zu beharren. Ich sage euch, wenn wir brauchbar sind, wird sich zeigen, dass sich genügend Leute finden, die uns brauchen. Ja, prima. Konstantin, in politischen Kategorien gedacht ist oder gesprochen ist das, was eben erörtert wurde von Gisela, von Rolf und von Volker. Wie kommt man aus der Defensive? In der ist die Linke. Das, glaube ich, muss man schon sagen. Und deswegen, also die Frage dazu ist jetzt, glaube ich, schon eine Menge gesagt worden. Aber jetzt nochmal an dich. Wie machen das
Ich Künstler. Bin ja nicht der Meinung, dass ich in der Defensive sei. Nein, weil ich bin ja ein bekennender Utopist. Und ich gehe viel weiter noch, als nur über den Kapitalismus zu reden. Ich möchte das gesamte System Herrschaft besiegen. Ja. Es ist vorbei mit der Herrschaft. Ja. Schon das Wort sagt es. 10.000 Jahre Patriarchat ist jetzt genug. Und für mich, ja, es ist... Ich war immer schon ein bekennender Anarcho. Wir haben alle erlebt, wie die Konterrevolution auf 68 hin siegen konnte. Warum? Weil wir uns zerfleischt haben in ideologischen Kleinkriegen. Jede kleine linke Partei wollte besser sein als die andere, ob die ML, ob die KPDML, ob die Trotzkisten, und waren ja alles sehr nette Leute dabei. Aber plötzlich war ein ideologischer Krieg da. Und das hat sich natürlich der beginnende Neoliberalismus sehr zunutze gemacht. Der hat das gut abgewartet, um dann als Konterrevolution perfekt zuzuschlagen. Ich hoffe sehr, dass diese wunderbare Fridays for Future-Bewegung, dass die daraus lernt, aus unseren Fehlern, und diese ideologischen Kriege beendet. Denn da passiert etwas, was ich wirklich wahnsinnig spannend finde. Erstens mal sind es in der Mehrheit Frauen, Mädchen, in dem Fall sind es ja Mädchen, ja, muss man wirklich sagen. Und ich habe in einem Lied, in meinem Willi 2018, habe ich dieses Macho-Gehabe, dieses grässliche, verzweifelte Männlichkeitsgehabe dieser verunsicherten Männleins, wie, und sie sind alle gleich, Trump, Putin, Orban, Strache, Seehofer, wer auch immer sie sind, das ist wie das hoffentlich letzte verzweifelte Aufbäumen des Patriarchats. Als würden sie noch einmal versuchen, sind wir doch mal ehrlich, wenn wir das anschauen, wie sich ein Trump benimmt, wenn das mein 16-jähriger Sohn macht, dann würde ich sagen, ja, da schaue ich zu, da warte ich, bis die Pubertät vorbei ist, und dann kann man ihm gute Mittel, aber der Mann ist so alt wie ich. Ja? Also, und das sind sie alle. Die Welt muss weiblich werden, es ist die einzige Möglichkeit, dass wir was ändern können. Das ist meine Utopie. Und als Künstler darf ich ja Utopist sein. Ja. Kurz vielleicht anschließen an die Geschichte, vielleicht von der anderen Seite nochmal beschrieben, die linke Gegenerzählung. Das ist das, was wir schaffen können. Ja. Wir, die wir an diesen öffentlichen Fronten auch arbeiten. Und da gibt es zu wenig. Und das hat was mit der Utopie zu tun. Wir müssen sie erzählen, wie die Welt aussehen soll, und das nach vorne bringen. Und davon gibt es zu wenig. Also jenseits der Kritik müssen wir diese linke Gegenerzählung schreiben. Und wie müssen schön sie ist eine liebevolle Welt, wo es nicht heißt, du musst das und du musst das und du musst das. Und sind wir doch mal ehrlich, niemand von uns sieht doch eigentlich ein, dass es richtig ist, dass irgendjemand dir etwas befiehlt. Ich kann es nicht einsehen. Und die wunderbare Hannah Arendt hat es immer wieder gesagt, der bedingungslose Gehorsam, ja, das ist das, was alle zugrunde richtet. Es gibt kein Recht auf Gehorsam. Wir müssen ungehorsam sein. Mein Freund Arno Gruin, mit dem hatte ich das Glück, befreundet sein zu dürfen, der große Psychologe, der jüdische Psychologe, der ist mit 95 gestorben, und er hat sein vorletztes Büchlein, hieß Wider den Gehorsam, ein ganz kleines, sehr zu empfehlendes Büchlein von Arno Gruin. Und er hat mit über 95 hat er diese Notwendigkeit des Ungehorsams immer wieder betont. Und ich glaube, wenn wir erzählen, wie eine liebevolle Welt aussehen könnte, überlegt doch mal, wenn wir jetzt beschließen würden, wir würden mit 20 Leuten irgendwo hinziehen, wir würden doch herrschaftsfrei dort existieren. Wir würden es versuchen auf jeden Fall. Und wir würden niemand das Recht einräumen, uns zu beherrschen. Es geht, dieses Miteinander. Ich werde es nicht mehr erleben, du vielleicht auch nicht mehr. Aber wir können an dieser wunderbaren Idee bauen und bauen, und wir können sie gemeinsam alle miteinander entwickeln. Und da hilft uns die Poesie. Ja. Dankeschön. Konstantin, du hast eben verwiesen auf die wunderbaren Jahre um 68, als die große Unruhe war und die breiten Diskussionen liefen. Aber wir müssen im Hinblick auf 68
rückwärts, wir haben die Frage auch damals schon teilweise gestellt, noch fragen, warum wurde die arbeitende Klasse als Klasse bis auf punktuell den einen oder anderen Betrieb nicht erreicht? In Frankreich flackerte das zumindest auf. Und damit komme ich zu einer Frage, wenn wir von da springen ins Heute und fragen nach dem Zustand der gegenwärtigen linken Parteien und Organisationen. Wir weichen da eine Reihe von Fragen aus. Ich konkretisiere es mal zunächst im Hinblick, was die Linke angeht. Warum wird nicht geklärt abschließend die Frage dieser unsinnigen Regierungsbeteiligung, die jetzt in Bremen wieder ansteht? Duldung ja. Duldung ja, aber Regierungsbeteiligung heißt mich einfügen und unterordnen unter diejenigen, die den Neoliberalismus versuchen zu retten. Warum? Wir können uns verständigen inzwischen über Fragen. Bei Russland wird schon schwierig. Flüchtlingsfrage, fast kein Problem. Asylsuchende, mittleres Problem. Aber dann kommt das ganz große Problem, was von der herrschenden Klasse im Moment massiv benutzt wird. Die Frage Israel-Palästina. Wir werden attackiert, wenn wir das Thema überhaupt noch anschneiden. Die Bundesregierung benutzt die neuen verabschiedeten, noch nicht in Kraft getretenen, also noch keine Konsequenzen nach sich ziehenden Entschließungen, ne, in Bezug auf BDS, auf Veranstaltungen, die zum Beispiel Moshe Zuckermann, der gleich noch sprechen wird, die Moshe betreffen und viele andere. Warum kann man dieses Thema nicht, und warum wird dieses Thema in der Linkspartei nicht auf den Punkt gebracht und bis zu Ende diskutiert? Stattdessen wird sich beworben. Stattdessen wird sich beworben um die hochdotierten Sessel und so weiter. Es sitzen etliche im Bundestag nur wegen der Honorare. Eine Linkspartei müsste sich orientieren an dem, was die Kommunistische Partei gemacht hat in den 20er Jahren. Es wird so viel gezahlt, wie der vorherige Arbeitslohn plus Sonderausgaben betragen hat, nicht? Also mit, die sich ergeben aus den Reisen und so weiter, also Diätenfrage. Aber alles darüber hinaus müsste abgeführt werden, damit die Bewerbung um einen Parlamentssitz nicht eine Bewerbung ist, um bessere Kohle und Lebenssicherung. Wenn ich 8 Jahre da drin sitze, bin ich mit 10.000 Euro für mein Leben lang abgesichert mit Rente und mit allem. Wozu das und warum spielt eine Linkspartei das mit? Lass die Konservativen und die SPD das machen. Ich lasse die DKP jetzt raus. Wir können ja nicht alles aufrollen und wir wollen auch nicht zu weit vorgreifen. Ich nenne auch da auch ein Thema, ne? Wenn wir im Rückhinein sprechen über die Volksfrontpolitik. Aber gerne. Ich finde es schändlich, dass auch die Linke zum Mittel der Frauenunterdrückung greift, ganz raffiniert eigentlich. Die Frauen, von denen man eigentlich ganz genau weiß, die können es nicht, die wollen es gar nicht machen und werden es nicht machen, werden so hingestellt, dass sie auch gewählt werden. Und dann nehmen sie ihre Arbeit auf und beweisen, was wir ihnen vorher vielleicht unterstellt haben. Sie können es nicht, sie machen es nicht und sie wollen es auch nicht. Und dass das so viele Frauen betrifft, ich könnte jetzt Namen aufzählen, warum, ihr kennt die alle. Und das empört mich, denn es gibt viel klügere Frauen, die wollen, machen würden und es auch könnten. Das ist so. Ja, vielleicht zum Abschluss von mir einen Satz noch, natürlich jederzeit in alle Richtungen natürlich abschweifen können hier. Wir hatten ja mal das Podium gemacht, weil die Frage war, was können Künstlerinnen und Künstler tun in dem Fall. Jetzt ist die Situation hier auf dem Podium, glaube ich, relativ repräsentativ. Hier sitzen, glaube ich, im Schnitt 60 Jahre, 65 Jahre oder so. Der Altersdurchschnitt des Publikums dürfte nicht weit drunter liegen und das ist ein Problem.
Das erlebe ich als ein Problem. Ich erlebe es als ein Problem in meinem Umfeld, dass einfach viel zu wenige noch meiner Kolleginnen und Kollegen Haltung zeigen, sich öffentlich positionieren, sich hinstellen und was machen. Und das ist mal, glaube ich, das allererste, was wir schaffen müssen in unseren Kreisen, einfach mehr von uns zu aktivieren. Und zur Friday for Futures Bewegung muss ich sagen, ich bewundere das auch unendlich. Schäme mich auch ein bisschen dafür als derjenige, der auch adressiert ist, als Mitverursacher der Situation, als Älterer. Aber wir müssen mit denen zusammengehen natürlich. Wir müssen das zusammen machen, alleine wenn sie es nicht schaffen. Und sie haben uns jetzt eine Vorlage gegeben. Und wir müssen zusammen mit denen ja, eine Bewegung schaffen. Das ist alles angelegt. Ja? Und uns nicht zurückziehen und sie dann dahin fahren und wieder abholen. Ne? Mit dem Auto vielleicht auch noch. Ja. Das war doch jetzt noch ein konkreter Vorschlag zum Schluss. Also ganz im Sinne von Rolf und den anderen, was getan werden muss. Die Zeit für dieses Podium ist leider schon zu Ende. Wie immer, ja, weiß ich nicht, ob wir das Programm so richtig erfüllt haben. Ich finde aber trotzdem, dass das ein sehr guter Auftakt war, schon deswegen, weil ja auch die Nuancen, Differenzierungen und ja, die unterschiedlichen Haltungen, was mache ich hier als Künstler in diesem Kontext, der hier als Überschrift steht, zum Ausdruck gekommen sind. Dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Und jetzt sehen wir weiter. So wie Rolf gesagt hat, du hast schon einiges vorweggenommen, nehme ich an, wird es in der nächsten Runde, wenn es um die Medien geht, dann noch konkreter. So, vielen Dank.